Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer eine Wohnung mietet oder drin wohnt, darf nicht verarmen oder arm werden. Das ist ein Zitat meiner neuen Justizministerin und das ist auch Ziel dieses neuen Instrumentes in einem Instrumentenkasten, mit dem wir versuchen, soziale Wohnungsbaupolitik zu machen, soziale Politik für Mieter und Mieterinnen in diesem Land. Und das muss unser Ziel sein. Das ist nicht das einzige Instrument, sondern eines von vielen. Und ich muss mich schon wundern, jetzt wird schon Kurt Schumacher von der FDP zitiert. Also wir scheinen Sie ja sehr zu beunruhigen. Beim letzten Mal hatten Sie schon unseren Tag hier in der Fraktion kritisiert, mit dem wir darauf hingewiesen haben, dass wir nicht in Wohnungen und Rendite investieren wollen, sondern in Menschen. Das ist unser Ziel. Das hat Sie auch irritiert. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Kurt Schumacher zitieren. Und wir haben ja eine Menge auf den Weg gebracht. Die Modernisierungsumlage gesenkt, gemeinsam die Große Koalition von 11% auf 8%. Wir haben uns verständigt, dass wir auch diejenigen, die Menschen herausmodernisieren, mit Ordnungsrecht belegen wollen. Und ich muss Ihnen sagen, darüber hinaus bin ich auch sehr dankbar, und zwar Eva Högel, dass sie den Mietendeckel in Berlin mit auf den Weg gebracht hat. Herzlichen Dank, Eva. Ja, und ich glaube, dass das eines der wichtigen Zeichen ist, dass Bund und Länder gemeinsam den Wohnungsmarkt gestalten müssen. Deswegen haben wir auch das Grundgesetz geändert, weil wir gesagt haben, es gibt eine gemeinsame Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen. Und die drei Ebenen müssen zusammenarbeiten. Ich will Sie nicht wieder langweilen, dass wir mehr staatliche Wohnungsbaugesellschaften brauchen, weil es da nicht in erster Linie um Renditen geht, sondern darum, dass die Menschen darin wohnen bleiben können in ihren Wohnungen und nicht modernisiert wird, um jemanden herauszutreiben, sondern modernisiert wird, um energetische Ziele zu erreichen, Klimaschutz zu betreiben. Und das ist, glaube ich, eine vernünftige Sache. Diejenigen, die jetzt ständig sagen, die Mietpreisbremse wirkt nicht, den muss ich noch mal sagen, es gibt inzwischen mehrere Institute, Untersuchungen dazu, die sagen, sie wirkt da, wo sie wirken kann. Wenn Länder nicht in der Lage sind, sie umzusetzen, muss man natürlich die Länder auch kritisieren. Und Sie haben vielleicht die Empirica-Studie wahrgenommen, in der noch mal darauf hingewiesen wurde, dass in Berlin die Miete im Vergleichszeitraum zum letzten Jahr eben nicht teurer geworden ist im Durchschnitt, sondern eher gesunken ist. Zwar nur um ein paar Cent, aber immerhin haben wir so viel politischen Druck aufgebracht als Große Koalition, dass wir keine drastischen Anstiege mehr bei der Miete haben. Und zum Schluss möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, wir haben heute wieder über viele Instrumente geredet. Ich glaube, die wichtigsten Fragen, Chris, hast du auch angesprochen, ja, ist die Marktwirtschaft in der Lage, einen Wohnungsmarkt herzustellen, der eben sozial gerecht ist? Das ist er nicht, da sind wir uns einig. Wir müssen viel mehr darauf achten, dass zum Beispiel mit Grund und Boden nicht spekuliert wird, weil seit 10 Jahren der Grund und Boden um 50% gestiegen ist und das ein Preistreiber bei Mietenden ist. Dankeschön. Alexander Hoffmann, CDU/CSU, hat das Wort.